Kommen wir nämlich von NFT zu NFN. Wofür steht das? Genau, Never Forget Nicky. Ja, den gibt's auch immer noch. Er macht immer noch seine ulkigen Videos. Und ich komme jetzt auf ihn, weil er tatsächlich auf Twitter mal wieder trendete. Unter dem Hashtag Nicky schreibt Kaki. Ja, was bedeutet das? Keiner weiß es genau. Auch Jörg Kachelmann hat sich gefragt, was das wohl soll und hat dann Folgendes getwittert. Habe Nicky schreibt Kaki gelesen und bin froh im Tal der Ahnungslosen. Also sprich, Kachelmann hat überhaupt keine Ahnung, worum es geht. Er hat sich einfach nur über diesen Trend gewundert. Der Lotzlöffel weiß aber sofort, das für sich zu nutzen und hat dann auf Telegram herumgeheult und gesagt, und selbst der beteiligt sich an einem Shitstorm gegen mich und so weiter. Ja, und natürlich wird das gleich wieder verbunden mit Bettelei um Spenden, wie das ja beim Lotzlöffel immer so ist. Ja, er bezeichnet sich selber als junger Journalist und dabei liest er ja einfach nur Mainstream-Meldungen vor und ohne eine eigene Recherche zu betreiben. Also diejenigen, die die Artikel geschrieben haben, die er dann vorliest, das sind die Journalisten und nicht er, ne? Und dann hat er noch die Dreistigkeit zu sagen, das sind doch alles Mainstream-Medien und die dürfe man nicht glauben. Ja, was soll man dazu noch sagen? Sein Konzept ist und bleibt dasselbe. Die Titel seiner Videos sind allgemein gehalten. Worte wie Wahnsinn, Schock sind ebenso andauernd dabei, wie dass wieder mal irgendwer ausrastet. Naja, und wenn er Tweets oder irgendwelche Meldungen vorliest, dann tut er das besonders geschickt. Nämlich so, dass er mit dem Smartphone genau sein Gesicht verdeckt. Da heißt es nämlich, Diskussionen um Spritpreise in Deutschland. Während hier in der Ukraine der Krieg tobt. Niemand hier im Land, niemand versteht die Debatte in Deutschland. Lesen wir einfach mal rein bei CDF heute. Da heißt es, Habeck warnt eindringlich vor Importstopp. Aber lesen wir mal rein, was Drosten für diesen Sommer geplant hat. Hier in der Zeit, da heißt es, Drosten, kein infektionsfreier Sommer, Maske wird bleiben. Naja, und genauso wie auf Telegram oder auf Twitter bettelt er auch am Ende eines jeden Videos immer wieder um Geld und sagt dann eben, ja, andere Rundfunksender, die kriegen ja Rundfunkbeitrag, aber ich nicht. Also erstmal ist das ja Quatsch, weil Rundfunksender sind ja nicht alle öffentlich-rechtlich, viele sind ja auch privatwirtschaftlich und die bekommen keinen Rundfunkbeitrag. Und das sind ja wenigstens auch Leute, die wirklich journalistisch hart arbeiten, im Gegensatz zu ihm, der einfach nur Meldungen vorliest, die andere geschrieben haben. Ja, und deswegen müssen sie auch eben nicht um Spenden betteln, im Gegensatz zum Lotzlöffel. Und deswegen sage ich ein ganz großes Dankeschön an jeden Einzelnen von euch, der hinter mir steht, der immer tolle Kommentare schreibt, mir tolles Feedback zu meiner Arbeit gibt. Und wirklich ein ganz großes Dankeschön geht auch raus an jeden, der sich dazu entscheidet, meine journalistische Arbeit freiwillig finanziell zu unterstützen. Die Möglichkeiten, wie ihr das tun könnt, die blende ich euch im Video ein, sie auch im obersten Kommentar unter diesem Video verlinkt. Und im Gegensatz zu den Rundfunksendern wird dieser Kanal eben nicht zwangsfinanziert mit Milliardengeldern. Hier geht es wirklich um eure Unterstützung. Wenn ihr sagt, ihr findet es wichtig, ihr wollt, dass es hier weitergeht, dann könnt ihr freiwillig unterstützen. Deswegen danke von Herzen an jeden Förderer meiner Arbeit. Und ich danke wirklich von ganzem Herzen jedem einzelnen Menschen, der dabei hinter mir steht, der diesen Journalismus hier auf diesem Kanal weiter möglich macht, indem er meine Arbeit freiwillig finanziell unterstützt. Und ich sage danke von Herzen an jeden, der mich dabei unterstützt. Danke von Herzen an jeden, der meine journalistische Arbeit freiwillig finanziell unterstützt. Du bist kein Journalist, Junge, und du wirst es auch nie werden. Ein Hetzer bist du. Gegen dich wirkt sogar die Bild-Zeitung seriös. So sieht's aus, ja. Naja, auf Twitter gab es natürlich einiges an Gegenwind, auch gegen ihn. Und wie immer reagiert er auf folgende Weise. Thank you.
Die Mediatheke bietet noch viel mehr Beiträge, die gar nicht auf YouTube veröffentlicht werden, sondern nur exklusiv auf unserem Sender Massengeschmack TV. Es lohnt sich also zu abonnieren, jetzt 14 Tage kostenlos testen.